Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute schauen wir an, wie wir eine Bluetooth-Maus mit dem iPad verbinden. Und dazu verwenden wir einfach eine ganz normale Magic Maus von Apple. Und als allererstes schalten wir die gleich mal ein. Und dann gehen wir in die Einstellungen. So, jetzt sind wir in den Einstellungen. Dann gehen wir einfach auf Bluetooth. Und dann warten wir, bis die Maus angezeigt wird. Hier sehen wir schon Magic Maus 2. Drücken wir drauf. Und jetzt sehen wir, jetzt hat sich die Maus verbunden. Jetzt ziehen wir so einen Kreis. Das ist quasi der Mauspfeil. Mit dem kann ich jetzt alles andrücken. Allgemein. Software Update. Ja, die funktioniert. Und wie wir jetzt den Mauszeiger noch anpassen können, gehen wir auf Bedienungshilfen, dann auf Zeigersteuerung und dann können wir hier Kontrast erhöhen drücken. Dann können wir hier auf Kontrast erhöhen drücken, so wie jeder will halt. Farbe können wir noch ändern. Wir können jetzt hier noch Orange hinzufügen. Dann können wir die Randbreite noch größer machen. Man kann aber auch Rot, Blau, einfach die Farben, die hier aufgelistet verwenden. Man kann aber auch keiner nehmen, was ich bevorzuge. Dann kannst du das kleiner machen. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Jetzt zu einer USB-Maus braucht man einen Adapter für Lightning auf USB. Den gibt es bei Apple zu kaufen, etwa so 35 Euro, glaube ich. Ohne geht es nicht. Und ich empfehle euch wirklich, einen hochwertigen Adapter zu kaufen, da die China-Produkte von Apple nicht unterstützt werden und innerhalb von einer Minute wieder rausgeschmissen werden. Das heißt, sie erkennt es nicht oder nur ganz kurz und dann funktioniert es nicht mehr. Aber so wie jeder das kaufen möchte, ist ihm überlassen, aber ich kann es nur empfehlen. Das war es dann eigentlich auch schon wieder mit dem Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst gerne ein Abo da, die Glocke aktivieren. Wir haben heute die 10 Abonnenten geknackt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, ciao, ciao.